So. Ja, wenn du mich hier filmst, ja, und mich im Internet setzt, so wie ich aussehe. Du siehst super aus, Mutter. Ich glaube, da bist du das letzte Mal mein Sohn. Ich glaube, ich wurde gerade enterbt. Sucht jemand einen Sohn? Ich bin vogelfrei. Jetzt egal, ist Feierabend, jetzt will ich nichts mehr. Ich will mit dir noch ein bisschen mich unterhalten und dann werden... Was? Reden? Ja. Ich will von dir auch was wissen. Und mach ruhig aus. Ich muss noch etwas sagen, ich habe ja auch schon gebügelt alles. Du hast morgen Geburtstag. Ja. Was hat eine Kollegin mal zu mir gesagt? Bei mir halten die Wände, die Bücher halten die Wände. Michael, kreativ muss man im Kopf sein. Ich bin in meinem ganzen Leben lang kreativ gewesen. Und ich bin immer mehr kreativ. Ich bin von Jugend auf. Wir haben zu Hause gebastelt, wir haben aus jedem Stück Fetzen was genäht, wir haben gestrickt, wir haben aus jedem Bindfaden was gemacht. Bis heute, wenn du kochst und hast nur 3 Kartoffeln und eine Möhre und eine Zwiebel, wenn du kreativ im Kopf bist, kannst du daraus ein schönstes Gericht machen. Wenn du schön würzen kannst und so. Wenn ich auf Arbeit bin, bin ich auch kreativ und mache Sachen mit den Alten, wo sie lachen müssen, wo ich mal ein bisschen denken muss, wo die denken müssen, wo ich Spaß mache, wo man einfach mal ein bisschen die Leute aus der Liturgie rausholen müssen, dass sie dort ihr Lebensabend verbringen. So kann ich zumindest sagen, dass aus der Fertigkeit meines Vaters und der Kreativität meiner Mutter, gut, das würde jetzt heißen, dass mein Vater nicht kreativ ist. Dein Vater ist sehr kreativ, auf eine ganz andere Schiene. Zum Glück, gut gerettet. Das heißt dann so viel, dass ich aus der Kamera meines Vaters und den Büchern meiner Mutter entstanden bin. Erklärt das mal euren Kindern, von wegen Biene und Blume. Ja, viel Spaß. Die Frage ist, wie geht's weiter? Memory Fool. Ich bin dein Lieblingskind? Nein. Du bist eins von den Lieblingskindern. Okay, alles klar. Ich spreche jetzt hier ab. Ich bin nicht das Lieblingskind, das müssen wir normal machen.